Eigentlich hat die Menschheit nur ein einziges Problem, was in der gesamten Evolutionsanalyse der Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre unseres Universums rauskam. Mhm. Nämlich, dass wir nur einen einzigen Grundfehler gemacht haben als Menschheit, der dann alles hinter sich herzog, Kriege und andere Phänomene und so weiter. Und den könnten wir lösen, indem wir zum Beispiel 20 Reformen machen, aber die erste davon wäre die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Und das würde so sein, wenn da jetzt irgendwo mein Hausarzt wäre und der würde dann am meisten Honorar bekommen in Zukunft durch einen komplizierten Berechnungsschlüssel, der die meiste Zeit von den 51 Jahren verschlungen hat, wie man sowas sauber berechnet und mit Datenschutz und mit allem, ja. Der Arzt würde mir also Spaß machen, der würde erstmal entlastet werden von all dem Papierkram, den er jetzt machen müsste. Dadurch hätte er mehr als 50% seiner Arbeitszeit frei, ja. Würde dafür Gesundheitskurse anbieten, Ernährungskurse, Sportkurse, würde einen eigenen Sportverein machen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. So eine Art Gesundheitsgemeinde, wo alle darüber reden, wie man gesünder leben kann. Irgendwie bucht er dann vielleicht auch noch von der Pharmaindustrie Comedian-Kurse, wo dann auch der Letzte, der sich eigentlich nicht für Gesundheit interessiert, doch mal zu der kostenlosen Veranstaltung seines Hausarztes geht, weil er den Comedian sehen will, den Berühmten und so weiter. Und da erfährt er auch wieder ganz wichtige Tipps für die Gesundheit und so weiter. Und dadurch sagt der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, dass man da jedes Jahr Minimum 70 Milliarden plus machen können. Und davon nehmen wir einen relativ großen Teil, davon können wir direkt rüber ins Klima schieben. Und dann lösen wir das auch noch nebenbei, diese Probleme. Und dann, weil wir dann neues Geld haben. Und so, jetzt erstmal so deine erste Äußerung. Darf ich noch mal kurz fragen, du studierst ungefähr welchen Bereich? Ich habe Sonderpädagogik hier studiert. Aha. Und habe jetzt mein Referendariat angefangen. Genau, und werde nächstes Jahr im Mai fertig damit. Ja. Und deswegen denke ich auch direkt, dass man das auch nicht zwingend nur im Gesundheitswesen verbessern müsste, sondern, also mir würden da jetzt auch spontan sehr viele Dinge im Bildungswesen einfallen. Deswegen die 20 Reformen, denn auch überall ist das Menschheitsproblem, dass das Gute und Erwünschte eigentlich nicht systematisch belohnt wird, sondern wie im Medizinbereich eigentlich das, was wir uns eigentlich nicht wünschen, nämlich wenn wir häufig krank sind und dann viel operiert werden. Ich bin ja nicht scharf darauf, möglichst häufig operiert zu werden als vernünftiger Mensch, sondern ich hätte gerne einen Arzt, der mir hilft, dass ich gar nicht erst eine Krebserkrankung bekomme. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das, was aber auch bei den Ärzten das Problem ist, dass die so viel Papierkram haben, genau das Gleiche ist auch bei uns das Problem einfach, dass wir uns ganz anders um die Kinder kümmern könnten, wenn wir einfach nicht dieses Ganze drumherum hätten. Das wollen wir in allen Bereichen wegmachen. Das heißt, weil diese Papierkram auch in der Pflege, es dient ja immer nur dazu, die Leute zu kontrollieren in einem System, das aber an sich keine Kontrolle am Endergebnis macht. Zum Beispiel in der Pflege oder jetzt bei Kindern. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil Kinder viele Betreuer in den Jahren haben. Aber zum Beispiel, wenn so ein Pflegeheimbetreiber, der in Zukunft auch als so eine Art Hausarzt verstanden wird, auch wenn er kein Arzt sein muss, ja, aber wenn er seine Mannschaft so gestaltet, dass die Leute dort alles tun dafür, dass die Leute in Bewegung bleiben, dass sie Spaß miteinander haben, singen und tanzen und musizieren und gesund, vor allem auch gesunde Ernährung, was im Altenheim ja eine Riesenkatastrophe meistens wohl ist. Und wenn die Leute dann nach 30 Jahren im Altenheim genauso fit und lebendig immer noch sind wie vorher und die 127 erreichen, die der Professor Völpel, Sven Völpel, Altersforscher, nicht bei uns, aber ein ganz guter Mann, einfach sagt, die wir eigentlich genetisch drauf haben, ja? Wenn das uns ermöglicht, dann braucht niemand mehr auch nur einen Papierschnipsel ausfüllen in dem ganzen Heim. Es geht nur noch darum, alle Zeit für die Menschen, alle Zeit für die Gespräche beim Arzt und so weiter, überall Zeit für menschlichen Kontakt. Und wir gucken nur am Endergebnis, was wird aus den Menschen, verglichen mit anderen Angeboten und so weiter. Und nur dort wird noch gemessen, am Endergebnis. Wenn ich nie krank werde, kriegt mein Arzt jeden Monat, jedes Jahr für mich immer
einen Bonus ausgeschüttet, weil ich eben nicht krank bin. Und wenn ich das bis 127 bin und dann friedlich einschlafe und sterbe, dann hat er seinen Job super gemacht. Ja, das wäre natürlich ein Traum. Ich sehe das Problem darin, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass unsere Politiker das einfach so umsetzen. Richtig, genau richtig. Denn wir haben ja mittlerweile, wissen wir ja genau, dass die Politiker aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die Mitte der Gesellschaft so denken müssen wie die Mitte der Gesellschaft. Und das, was ich dir jetzt formuliert habe, kommt aus der obersten Spitze der Wissenschaft. Und davon ist ein Politiker so unendlich weit entfernt, weil er ja sozusagen große Massen abbilden soll. Und große Massen, da findet, überall, wo eine große Masse ist, ist das Geniale nicht mehr da, sondern der Durchschnitt. Und das ist das Tragische. Und jetzt deswegen haben wir auch nur, also bei der Politik haben wir keine Chance, trotzdem ständig Gespräche mit, ich spreche ständig mit Politikern da und mit Vorzimmern von Politikern. Aber es ist wirklich so, da ist keine Chance. Deswegen setzen die auf die einzige Karte, die wir im Moment haben, und die heißt: Greta Thunberg ist populär. Medienmacht hat Medienmacht, Fridays for Future haben Medienmacht, einige von den Scientists for Future 1 haben Medienmacht. Jetzt stellen Sie sich vor, eine Pressekonferenz, was meinen Sie, wie viele Journalisten jetzt da wären, wenn hier jetzt gerade Greta Thunberg stehen würde und sitzen würde und wir dann mit Fridays for Future und mit Parents for Future und einigen Scientists for Future 1 und Scientists for Future 2, vielleicht die Bundesministerin dabei ist, eine Pressekonferenz machen und dann in allen Talkshows 3 Wochen lang nur diskutiert wird, sollen wir diesen Ansatz machen? Und wenn es dann in den Statistiken heißt, 60% aller CDU-Wähler wollen das, dass Frau Merkel das macht, dann sagt sie, so what? Ich verspreche ja nur, dass ich neu entstehendes Geld, eingespartes Geld, rüber tue ins Klima, nachdem ich vorher die Pharmaaktionäre ein bisschen entschädigt habe, damit die nicht unzufrieden werden, und alle anderen Entschädiger und so weiter, dann tue ich das Geld rüber ins Klima, dann kriegt das der Herr Altmaier und dann entschädigt er die Kohlekraftwerksbetreiber, und vor allem auch, wir kümmern uns dann rührend um die arbeitslos werdenden Mitarbeiter der Kohleindustrie, dann sind am Ende alle zufrieden und wir erreichen die Klimaziele und wir haben ein Wirtschaftswunder in Deutschland, denn wenn wir jedes Jahr dann auf Dauer, das ist nämlich das Ziel der 20-Reformen, zwischen 200 und 500 Milliarden Euro plus machen, dann haben wir in 100 Jahren zwischen 20 und 50 Billionen plus. Und dann erscheinen uns die Ausgaben für das Klima am Ende nur noch als Peanuts. So, ja? Was hältst du von diesem taktischen Ansatz? Denn ein anderer fällt uns nicht ein. Denn die Politik, da kommen wir nicht weiter. Also ich finde, in der Theorie hört er sich super an. Ich bin sehr gespannt, ob der sich so umsetzen lässt. Ja. Weil 20 Reformen, es kann ja auch sein, es können nur 5 umgesetzt werden und nicht alle. Vor allem auch jede Reform muss ja 3 Wochen lang in jeder Talkshow rauf und runter diskutiert werden. Die muss an jedem Stammtisch diskutiert werden, bis sich da eine Meinung bildet. Und es wird ja immer nur das umgesetzt, wo es wenigstens eine gewisse, also wo zumindest die Meinungsführer der Gesellschaft allen anderen signalisieren, das ist gut, das will ich für mich haben, aber das ist auch gut für jeden anderen. Ja, auf jeden Fall. Aber das müsste natürlich dann mit allen auch durchkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit allen wirklich klappt. Das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Konzept an. Und das wäre natürlich super, wenn das durchkommt. Ich bin gespannt, ob das klappt und wie lange das dauert. Ja, meine abschließende Frage, hast du jetzt, fallen dir spontan irgendwelche eventuellen Probleme eines solchen, es würde ja quasi sein, dass die Zivilisation vom Kopf, die jetzt Kopf steht, wenn Kriege entstehen, kriegt der Waffenhändler mehr Belohnung. Alles würde ja umgedreht werden. Friedensförderung würde nur noch Belohnung kriegen und nicht der Verkauf maximaler Waffenzahlen und so weiter. Also alles würde ja so rumgepolt, dass das, was die Menschen sich wünschen, Frieden, Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude, Lebenslust und so weiter, dass all das belohnt wird und alles, was an Irrtümern vielleicht dazu führt, dass ein Krankenhaus einfach eine Operation durchführt, mehr weil das Krankenhaus braucht und nicht weil du die brauchst, ja, sozusagen, das würde nicht mehr so stark belohnt, also würde es nicht mehr stattfinden. Siehst du noch irgendeinen möglichen Nachteil? Oder? Also ich kann mir halt vorstellen, dass der Nachteil
also das ist kein richtiger Nachteil, aber dass die Menschen, die erstmal nicht mehr davon profitieren, dass die das natürlich nicht so toll finden. Das könnte das Problem sein. Deswegen muss das Prinzip sein, wenn wir 100 Milliarden einsparen, dass wir so viele Milliarden davon für die Entschädigung dieser Personen und für den Wandel. Also deswegen ist für uns das Wichtigste auch, es gibt noch eine vierte Reform. Also die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege sind ja drei Reformen in einem. Die vierte, die man noch sofort machen muss, ist die Arbeitsamtreform. Die wird am Ende muss die heißen Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Weil nämlich jeder, der arbeitslos wird und nicht sofort irgendwo unterkommt, kriegt erstmal einen Job beim Arbeitsamt, in der Arbeitsagentur. Und dort ist es in Zukunft so, dass in den Gebäuden eigentlich niemand sitzt, weil die alle zu den Kunden gehen. Nämlich ich kriege nur noch ein Grundgehalt und ich kriege fürstliche Prämien dafür, wenn ich jemanden einen neuen Job vermittle und der ist dann 9 Jahre dort, dann kriege ich für jeden Monat, den er diese 9 Jahre da ist, immer diesen Prämienausschüttungsbetrag. Wie hoch der sein wird, muss man dann sehen, wie man das genau macht. Aber das heißt, jeder Arbeitsamtmitarbeiter sagt, ich krempel jetzt die Ärmel hoch, ich besuche meine Leute und sorgt dafür, dass niemand mehr allein gelassen wird in Deutschland. Und wenn er am Ende nur in einer ehrenamtlichen Einrichtung ehrenamtlich tätig ist, auch dafür kriege ich noch einen kleinen Bonus, wenn nichts anderes geht. Ja. Bezahlte Arbeit ist natürlich immer besser, aber dann kriege ich ja auch einen höheren Bonus. Ja. Aber das ist so das Prinzip und diese Leute sind auch für Entschädigung zuständig. Wenn auf dem Lande irgendwelche Leute benachteiligt sind, weil jetzt der Sprit so viel teurer wird durch die CO2-Bepreisung, dann kriegen die natürlich zum 1. des Monats und nicht am Ende des Jahres, sondern am 1. des Monats, bevor der Monat beginnt, kriegen die eine Überweisung, die sie entschädigt. Ja? Denn wir müssen alle mitnehmen. Ja, also ich denke, das ist ein Prozess und das braucht ein bisschen Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Konzept ist, das man umsetzen kann. Genau, denn es ist eben so, wenn im ersten Jahr nur 50 Milliarden generiert werden, dann werden vielleicht so und so viele Milliarden auch für Entschädigungen draufgehen. Aber wenn wir am Ende 2 Kohlekraftwerke stillgelegt haben und alle entschädigt haben und die Mitarbeiter alle betreut haben und die CO2-Bepreisung, die muss man halt so einführen, dass man so mit zum Beispiel mit 50 Euro pro Tonne beginnt und dann sieht, wie viele Leute müssen entschädigt werden, wenn das eine Flut ist. Denn unser Gesetz muss in Zukunft heißen, Sie rufen an beim Arbeitsamt und in einer Minute muss das Gespräch angenommen werden. Nichts Warteschleifen, ja? Sondern der Kunde ist König und im Zweifelsfall wird dann jemand, der arbeitslos ist, wenn er nicht nach einer Minute drangenommen wird, dann kriegt er sofort einen Job beim Arbeitsamt. Weil der fehlt nämlich, der das Telefonat annehmen könnte. Ja. Und so nach dieser Logik würden wir vorgehen, dass also niemand mehr allein gelassen wird, alle entschädigt werden. Und das können wir uns erlauben, denn die Summen, die durch solch ein rationales Belohnungssystem eingespart werden, sind so viel größer, als wir uns das jetzt vorstellen können. Ja. Das ist so die Logik. Ja, das hört sich gut an. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Dann danke ich fürs Interview, ja? Gerne.